Wir sind heute beim Damm bei der Wine Time. Jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr gibt es da eine Weinverkostung und einen Weinverkauf. Da sind jetzt die Hausherren bei mir. Die werde ich jetzt ein paar Fragen stellen. Also ihr seid ja eigentlich einer von den wenigen da bei uns in der Gegend, die das in dem Rahmen eigentlich anbieten. Wie seid ihr da eigentlich auf die Idee gekommen? Ja, wir haben nach längerer Überlegung haben wir jetzt festgestellt, dass halt die Kunden das gerne annehmen, dass sie halt einmal in der Woche halt zu dir kommen können und weil halt viele halt anrufen wollen und weil sie einfach gezielt am Freitag herfahren können und du einfach 3 Stunden Zeit hast, den neuen Jahrgang oder auch die älteren Weine zu verkosten und du den heurigen Stress dadurch nicht dabei hast. Das heißt, ich nehme dann an, das kommt sehr gut an. Ist das dann zu sehen als jetzt ein weiteres Standbein neben heurigen oder ist es eher einfach so dazu zum heurigen, dass man nur ein bisschen Alternativen hat? Ja, ich finde mittlerweile ist ein zweites Standbein. Es kommt sehr, sehr gut an. Also egal ob alt oder jung, also die Freitage sind wirklich gut ausgenutzt, sage ich mal. Und die Geselligkeit steht bei uns auch im Vordergrund, dass wir noch gezielt gemeinsam auch die anderen Heurigen in der Kellergasse dann besuchen. So leben wir eigentlich das Ganze aus. Jetzt ist ja eigentlich der Winter vorbei vom Wein sozusagen. Wie schaut es denn aus momentan im Weingarten eigentlich? Ja, es ist alles am Wachsen, die Blätter treiben schon aus, also von dem her ist noch alles ganz frisch und ganz jung. Und was erwarten wir dann für dieses Jahr vom Wein dann? Ist noch viel zu früh zu sagen, also das ist, da braucht man ein bisschen Zeit. Ja, dann sagen wir Dankeschön und wir freuen uns dann schon auf den nächsten Besuch.